Und diesjähriger Preis stand unter dem Motto, ja, Making Fair Works. Und vielleicht ist es interessant zu erfahren, wie wir eigentlich so vorgehen bei unserer Bewertung. Also wir hatten auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Einreichungen von verschiedenen Hochschulen aus Thüringen, nicht von allen, aber von doch einigen. Und in allen sind sicherlich die Fair-Prinzipien geläufig. Die würde ich jetzt nicht nochmal wiederholen. Also fair für findable, accessible, interoperable und reusable. Und wir haben uns damals, als wir das vor 3 Jahren begonnen haben, gedacht, wir brauchen irgendein Instrument, um die Fair-Prinzipien besser, ja, besser zu verbreiten, dass mehr Leute darüber Bescheid wissen. Da es eben nicht nur darauf ankommt, Daten einfach so zu veröffentlichen, sondern eben auch nach bestimmten Kriterien zu veröffentlichen, bestimmten Qualitätskriterien auch, damit sie eben wiederverwendbar sind und interoperabel sind mit anderen Anwendungen, die vielleicht ursprünglich nicht so gedacht waren. Unsere Bewertung sieht in der Regel folgendermaßen aus. Also wir nutzen dafür Self-Assessment-Tools, die Sie vielleicht auch kennen. Wir nutzen zwei verschiedene. Das eine Tool, das erste ist vom Australian Research Data Commons, ARDC. Und das ist so eine Art Fragenkatalog, den man durchgeht. Ich glaube, es sind 14 Fragen oder sowas, mehr, glaube ich. Das machen jeweils zwei Mitglieder unseres Netzwerkes unabhängig voneinander. Und dann vergleichen wir die beiden Ergebnisse. Und wenn es zu große Diskrepanzen gibt zwischen den zwei Bewertungen, schauen wir uns das nochmal im Detail an und versuchen herauszufinden, wo die Unterschiede sind, uns auf eins zu einigen. Im zweiten Schritt nehmen wir dann noch ein zweites Tool, jetzt im letzten Jahr erst dazugekommen. Das hat sich, also hat jetzt einen deutlichen Qualitätssprung auch gemacht. Das ist das Fuji-Tool. Das wurde im Rahmen des Fair-Sphere-Projektes entwickelt. War letztes Jahr noch nicht so richtig nutzbar, aber dieses Jahr ist es deutlich besser. Und damit kriegt man auch einen relativ guten Eindruck, wie die Fair-Prinzipien eingehalten werden. Das können Sie auch selber nutzen. Funktioniert auch quasi automatisiert. Also man gibt einfach nur die DOI an und bekommt dann hinterher so eine Art Report mit einem Score. Dann kann man ungefähr abschätzen, wie die Einhaltung der Fair-Prinzipien vonstatten geht. Da diese Tools aber eben noch nicht perfekt sind, verlassen wir uns nicht ausschließlich darauf, sondern gehen dann im dritten Schritt nochmal verifizierend vor und schauen uns die Ergebnisse nochmal genau an. Also gerade da, wo es Abzüge gibt durch die Tools, schauen wir nochmal, also gerade durch das zweite Tool, schauen wir dann nochmal ganz genau hin, ob das jetzt am Tool liegt oder eher am Datensatz und was da die Ursache ist. Das haben wir dann auch nochmal von zwei Leuten machen lassen. Und dann anschließend gibt es sozusagen die finale Auswahl der Datensätze, wenn es denn mehrere sind, und eben die Identifizierung des Gewinners oder der Gewinner. Ja, damit sind wir auch gleich bei der Vergabe des Preises. Ich würde jedoch vorher, bevor wir das machen, nochmal das Wort an und dazu stoppe ich mal meine Präsentation an Herrn Sinzinger geben. Herr Sinzinger ist der Vizepräsident für Forschung und Studium, glaube ich. Ist das richtig? Wissenschaftlichen Nachwuchs. Wissenschaftlichen Nachwuchs, so war es. An der TU Ilmenau und ist seit kurzem der Vorsitzende des Strategierates, der unser Netzwerk betreut. Da das gerade erst eingerichtet wurde, das Netzwerk, freue ich mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, ein paar Worte jetzt zum Fairness Dataset an Sie zu richten. Herr Sinzinger, ich übergebe an Sie. Vielen Dank, Herr Gerlach, von meiner Seite auch einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu den FDM-Tagen und zur Verleihung des Fairest Dataset Awards. Ja, Herr Gerlach hat es gesagt, wir sind oder hat mich schon vorgestellt als Vizepräsident hier an der TU Ilmenau und seit wenigen Monaten kommt mir die Ehre zuteil, den Strategierat Digitale Forschung zu leiten.
der eingerichtet wurde, um das Thüringer Kompetenznetz Forschungsdatenmanagement zu begleiten im Namen aller Hochschulen. Uns liegt da besonders am Herzen, dass das eben mit Leben erfüllt wird und umgesetzt wird, was Herr Gerlach gerade schon umrissen hat, dass dieses Kompetenznetz wirklich für alle Universitäten und Hochschulen in Thüringen agiert und sich einsetzt, eben genau im Sinne des immer wichtiger werdenden Umgangs mit den Forschungsdaten. Wir sind uns, glaube ich, alle darüber im Klaren, dass wir da uns noch verbessern können in der Transparenz und Sorgfalt, mit der wir unsere Forschungsdaten veröffentlichen und zugänglich machen. Das wird auch immer mehr in den Fokus gerückt, zum Beispiel von der Deutschen Forschungsgemeinschaft sind Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres nochmal neue Richtlinien dazu veröffentlicht worden. Es wird also für uns alle auch aus reinem Egoismus sozusagen immer wichtiger, hier einen ordentlichen Umgang zu pflegen. Und da bin ich sehr dankbar für den Einsatz des Thüringer Kompetenznetzes und freue mich heute, Sie hier begrüßen zu dürfen und würde damit auch gleich wieder zurückgeben. Ich denke, wir sind schon zeitlich ein bisschen im Defizit. Also wünsche ich gutes Gelingen für die gesamte Veranstaltung in der Woche und würde mich freuen, wenn Sie alle das auch noch ein bisschen in die Universitäten hineintragen und noch ein bisschen mehr Publikum werben für die interessanten Veranstaltungen, nicht nur in dieser Woche, sondern allgemein für das vom TKFDM. Damit wünsche ich gutes Gelingen und bin gespannt auf die Preisträgerinnen und Preisträger. Ja, vielen Dank, Herr Sinzinger, für die netten Worte. Ich teile mal meinen Bildschirm wieder. Ja, das hatten wir schon gesagt. Und nun steigt die Spannung. Wer sind die Gewinner dieses Jahr? Und wir beginnen mit dem ersten Preis. Der erste Preis geht in diesem Jahr an Jan-Martin Keil und Merle Genzinger von der Friedrich-Schiller-Universität, von der Heinz-Nixdorf-Professur für verteilte Informationssysteme, für ihren Datensatz Web Data Commons Property and Data Type Usage Dataset. Sorry. Und der Preis ist mit 2000 Euro dotiert, der möglichst oder das Preisgeld soll ja möglichst für Forschungsdatenmanagement im weitesten Sinne eingesetzt werden. Ja, dazu herzlichen Glückwunsch an das Team, Jan-Martin Keil. Sie sehen, wir haben den Preis schon übergeben und wir werden gleich Jan-Martin Keil auch selber noch hören. Ich möchte zunächst jedoch die anderen Preisträger vorstellen. Wir haben nämlich dieses Jahr, und das unterscheidet sich zu den letzten Jahren, nicht nur ein Preisträger, sondern wir haben insgesamt drei. Wir haben einen ersten, einen zweiten und einen dritten Preis vergeben, weil die Datensätze, die wir bekommen haben, so dicht beieinander waren, dass wir gesagt haben, es wäre ungerecht, wenn man jetzt nur einen auswählt. Das haben wir gesagt, wir vergeben auch einen zweiten und einen dritten Preis. Der zweite Preis geht an das Team um Kevin Lind von der TU Ilmenau, aus dem Fachgebiet Technische Physik und Polymerphysik. Also auch herzlichen Glückwunsch an das Team Kevin Lind. Und auch Herr Lind wird nachher noch ein paar Worte sagen. Ja, der Datensatz von Herrn Lind wurde auf Figshare publiziert. Ich lese den Titel jetzt mal lieber nicht vor. Darüber ist komplizierter. Aber Herr Lind wird uns auch gleich noch ein bisschen mehr dazu den Datensatz erzählen und vielleicht auch noch ein paar Hintergründe liefern. Ja, und der dritte Preis, Sie haben es eben schon kurz gesehen, geht an das Team um Andi Schumann und Karl Beer vom Universitätsklinikum Jena, vom Lab of Autonomic Neuroscience, Imaging and Cognition. Also auch da herzlichen Glückwunsch für den Preis. Und der Preis ist, der dritte Preis ist mit ebenfalls 500 Euro dotiert. Der zweite Preis, ich habe es nicht gesagt, ist mit 1000 Euro dotiert. Es gibt also eine gewisse Abstufung. Und wir werden auch bei den anderen Einreichern uns auch nochmal melden und ein wenig Feedback geben.
damit würde ich vorschlagen, dass wir die Preisträger zu Wort kommen lassen. Beginnend mit dem ersten Team. Und Jan-Martin Keil wird bitte noch was sagen dazu. Also, das Wort geht an dich über. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Worum geht es in dem Datensatz? Also der Hintergrund ist, dass Webseiten oft zusätzliche Daten enthalten zu dem, was angezeigt wird vom Browser, und zwar auf eine maschinenverständliche Weise, sodass automatisiert mit diesen Daten, die da enthalten sind, gearbeitet werden kann. Das können sein Sachen wie Preis von Produkten, Koordinaten von Orten oder Datum, das Datum eines Events oder vielleicht auch Forschungsdaten, wenn man jetzt auf die Webseiten, wo die Daten publiziert werden, schaut. Genau, und um diese Daten maschinenverständlich zu machen, werden da bestimmte Datentypen verwendet. Und in diesem Datensatz haben wir verschiedene Messungen durchgeführt über diese Datentypen, wie die verwendet werden. Und das Ziel dabei war es, nachzuweisen, dass es bei Zahlen mit Nachkommastellen da Probleme gibt, die in den Standards selber begründet sind. Und ja, wir hoffen, mit der Arbeit da eine Verbesserung der Standards letztlich anzustoßen. Genau, so kurz zum Hintergrund von dem Datensatz. Und genau, wir haben uns bemüht, das möglichst fair zu veröffentlichen. Man hatte ganz verschiedene Gründe. Herr Sinzinger hat es eben schon angesprochen, da gibt es auch viele egoistische Hintergründe mittlerweile. Die standen bei uns, bei mir auch sicherlich erstmal im Vordergrund. Ganz wichtig natürlich, ist es ein Review-Kriterium für das basierende Paper gewesen. Genauso wichtig finde ich für mich persönlich auch, dass ich mich dadurch, dass ich es auf einer verlässlichen öffentlichen Plattform, die lange Aufbewahrungszeiten garantiert, veröffentliche, dass ich mich selber von dieser Verpflichtung irgendwie so ein bisschen entlaste, jetzt sicherstellen zu müssen, dass der Datensatz lange verfügbar ist. Das so die wesentlichen egoistischen Hintergründe davon. Dazu kommen natürlich noch weitere Gründe, wie zum Beispiel, dass ich denke, dass der Datensatz auch noch für weitere Forschungsfragen sehr interessant sein kann. Ein paar konkrete habe ich da im Blick, gibt es sicherlich noch mehr. Aber auch solche Sachen wie, dass ich selber bei Publikationen schon auf Ressourcen gestoßen bin, die noch nie verfügbar waren oder keine Lizenz hatten, deswegen konnte ich es nicht weiterverwenden bei Code und so. Und ja, das wollte ich einfach besser machen. Genau. Durch meinen Forschungshintergrund bin ich auch sehr interessiert an halt, wie Sachen interoperabel gemacht werden. Und daher war es für mich jetzt auch sehr spannend, einfach mal diesen Prozess von der anderen Seite mal selber mitzuerleben, durchzulaufen, einen Datensatz möglichst fair zu machen. Also auch Neugier an der Stelle. Und auch ganz grundsätzlich bin ich einfach ein Freund von freien Ressourcen, sei es Open Source, sei es so Projekte wie Wikipedia, Wikidata. Und das hört dann natürlich auch nicht bei Forschungsdatensätzen auf, dass ich da ein Freund von bin. Ja, das so zu den Hintergründen. Und was habe ich gemacht, um das möglichst fair zu machen? Ich habe es erstmal auf Zenodo veröffentlicht, weil das halt einfach lange Verfügbarkeit garantiert und eine DOI da bereitgestellt wird. Das finde ich einfach sehr praktisch. Ja, ein freies Format habe ich gewählt, also CSV. Es nachvollziehbar alles zu machen, auch halt die entsprechenden Software öffentlich verfügbar gemacht, ebenfalls auf Zenodo ist verlinkt und dokumentiert, wie man damit auch diesen Datensatz erzeugen kann und da eben die Verknüpfung hergestellt, auch zu dem zugrunde liegenden Datensatz. Der Datensatz kommt jetzt nicht aus dem Nichts, sondern basiert auch auf einem weiteren Datensatz, den wir gescannt haben da quasi, und ja, auch den verlinkt und zusätzlich halt auch noch eine detaillierte textuelle Beschreibung, was drin ist. Natürlich auch eine Lizenz dran gepackt, eine freizügige. Und dadurch einfach die manuelle Interpretation und Nachnutzung zu ermöglichen. Ich denke, andererseits ist natürlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ich denke, die automatische Weiterverwendung, da kann man noch mehr erreichen, wenn man zum Beispiel das Format ADF verwendet.
für die Daten. Ja, so viel so kurz zu dem Datensatz. Und ja, das Preisgeld haben wir vor zu verwenden dafür, dass wir das Paper, das da auf diesem Datensatz basiert, Open Access machen damit. Das ist es leider noch nicht, aber das wollen wir jetzt angehen. Genau, so viel dazu. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Jan-Martin. Es sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass das dazugehörige Paper gerade auch den Best Student Paper Award gewonnen hat bei der European Semantic Web Conference vor 2-3 Wochen, was unsere Entscheidung natürlich nicht beeinflusst hat, weil wir es nicht wussten zu dem Zeitpunkt. Aber das ist natürlich eine schöne Koinzidenz, die da mit einhergeht. Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Und damit würde ich an den zweiten Preisträger und sein Team übergeben, Kevin Lind von der TU Ilmenau. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier kurz das Projekt vorzustellen und ein bisschen darauf einzugehen, warum in diesem Kontext gerade faire Daten aus meiner Sicht wichtig sind. Also das Ziel des Projektes war, die Wechselwirkung zwischen Malten und Asphalten mit Methoden der Kernspinresonanz zu untersuchen. Und lassen Sie mich den Satz dann etwas verständlicher aufdröseln. Maltene und Asphaltene sind Bestandteil von Erdöl, was ja jetzt aus Sicht der energetischen Nutzung hoffentlich kein so zukunftsorientiertes Forschungsgebiet mehr ist. Aber aus Grundlagenforschungssicht ist Erdöl eine sehr interessante Flüssigkeit, der aus einer Vielzahl verschiedener chemischer Spezies besteht und damit ein sehr komplexes System bildet. Und Asphaltene ist jetzt einfach ein Oberbegriff für die schwersten und größten Moleküle im Erdöl, wo man auch die genaue Struktur gar nicht so detailliert kennt. Und man fasst einfach alles, was nach einem gewissen chemischen Lösungsprozess am Ende übrig bleibt. Das ist alles Asphaltene. Und dann hat man sich gedacht, gut, den ganzen Rest vom Erdöl nennen wir dann einfach Maltene. Das sind also zwei sehr große Oberbegriffe. Und unser Ziel war jetzt zu untersuchen, hat die spezielle Struktur und spezielle Eigenschaften der Maltene einen Einfluss darauf, wie stark die mit den Asphaltenen wechselwirken. Und dazu benutzen wir in unserem Fachgebiet Methoden der Kernspinresonanz. Und da geht es runtergebrochen, haben wir jetzt ein System, das bringen wir aus seinem Gleichgewicht. Und dann schauen wir uns die zeitliche Entwicklung an, wie kehrt das System wieder zurück ins Gleichgewicht. Und diese Rückkehr lässt sich dann in der Regel durch eine Exponentialfunktion beschreiben, sodass wir eine einzelne Zeitkonstante für diese Rückkehr bekommen. Und diese Rückkehr ist eben abhängig davon, welche Struktur hat das Molekül, wie groß ist es und vor allem, wie stark und welche Wechselwirkungen gibt es im System mit umgebenden Molekülen, zum Beispiel Asphalten. Wenn wir jetzt diese Rückkehr ins Gleichgewicht messen, dann können wir das einmal tun, ohne dass Asphaltene in der Nähe sind und haben quasi unsere Referenz. Und dann einmal, wenn wir Asphaltene hinzugeben, sehen, wie sich diese Rückkehr verändert und können dann aus dem Vergleich eine Stärke für die Wechselwirkung abschätzen und können dadurch unterschiedliche Maltene miteinander kombinieren und eventuell Rückschlüsse daraus ziehen, welches Malten wechselwirkt stärker mit dem Asphalten und welches tut es nicht und an welchen Eigenschaften ist das geknüpft. Das ist leider immer noch ein sehr komplexes System, obwohl wir es nicht direkt in Erdöl gemessen haben, sondern in einem Lösungsmittel, sodass die Rückkehr ins Gleichgewicht nicht mehr nur durch eine Exponentialfunktion beschreibbar war, sondern man eine Summe von E-Funktionen benutzen würde. Und bei diesem Punkt kommt dann auch immer ein bisschen der Mensch vor der Auswertesoftware in den Fokus, weil es nicht so eine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist, also oft keine Schwarz-Weiß-Entscheidung ist. Ist es jetzt mit einer E-Funktion gut beschrieben, brauche ich 2 oder 3. Das heißt, man muss da vorsichtig sein, dass man nicht in ein Overfitting kommt und auch wirklich nur so viele, also eine angemessene Summe von E-Funktionen verwendet und es nicht übertreibt mit, ich suche den besten, perfekten Fit, perfekte Übereinstimmung. Und in dem Kontext ist, finde ich, faire Daten wichtig, und zwar insbesondere das R in faire Daten, dass sie wiederverwendbar sind. Denn ich habe dadurch die Hoffnung, dass andere meinen Workflow nachvollziehen können und auch meine Analyse und meine Auswertung nachvollziehen können und dadurch klar wird, wie ich zu meinen Interpretationen in der entsprechenden Veröffentlichung gekommen bin
und es ermöglicht gleichzeitig auch anderen Forschern, die vielleicht einen anderen Hintergrund haben oder eine andere Herangehensweise, eine neue Methode oder ein neues Modell testen wollen, dass sie die Daten nehmen können und sie auf ihre Art und Weise analysieren können und dadurch vielleicht auch noch Erkenntnisse aus dem Datensatz ziehen können, die ich vielleicht mit meinen Methoden nicht erkennen konnte. So viel von meiner Seite. Ja, herzlichen Dank auch für den Einblick und die Beschreibung. Sehr spannend. Und auch nochmal herzlichen Glückwunsch noch für unsere Seite. Und damit würde ich an den dritten Preisträger und seine Kollegen übergeben. Andi Schumann, bitte. Ja, hallo, guten Morgen. Hallo. Hallo. Ja, zuallererst möchte ich mich für diesen Preis bedanken, stellvertretend natürlich für die ganze Arbeitsgruppe. Aber ich persönlich freue mich dabei wahrscheinlich am meisten, weil ich sehr viel Arbeit in dieses Projekt gesteckt habe in den letzten Jahren. Das begann alles ziemlich genau mit der ersten Covid-Welle, weil da unser Messbetrieb eigentlich komplett lahmgelegt wurde. Und damals war ich selbst quasi auf der Suche nach öffentlichen Daten, die ich irgendwie weiterverwenden könnte, um spezielle Fragestellungen bearbeiten zu können. Und dabei wurde mir klar, dass wir selbst unglaublich viele Daten in unserem Labor in den letzten 10 Jahren erhoben haben, die vielleicht anderen Wissenschaftlern dann weiterhelfen könnten. Ja, grob gesagt liegt der Schwerpunkt unserer Forschung darin zu untersuchen, wie sich psychische Erkrankungen auf unseren Körper auswirken können und das Ganze in Ruhe oder als Reaktion auf bestimmte psychische oder physische Belastungen. Dabei haben wir unterschiedlichste Patientengruppen untersucht und diese jeweils dann mit individuell zusammengestellten Kontrollstichproben verglichen. Und so ist der Datensatz an gesunden Probandinnen und Probanden mit der Zeit sehr groß geworden. Und ich dachte mir, dass sich dieser Datensatz dann gut eignen würde, um die Veränderungen im Herz-Kreislauf-System während des gesunden Alterns zu untersuchen, weil quasi in jeder Studie, die wir jetzt so durchgeführt haben, eine Ruhemessung von kardiovaskulären Signalen durchgeführt wurde. Das heißt, ich habe mich dann also auf die Suche gemacht, alle Messungen, die in den verschiedenen Projekten, Doktorarbeiten und Masterarbeiten erhoben wurden, diese ganzen Daten zusammenzutragen, und hatte dann relativ schnell so über 1000 Datensätze von unseren Akquisitionsrechnern zusammengesucht. Und ich dachte, das würde sich lohnen, das Ganze zu veröffentlichen. Und habe eigentlich auch gedacht, das würde recht schnell gehen. Doch danach ging eigentlich erst der aufwendige Teil los. Und zwar musste ich dann aus den ganzen projektbezogenen Tabellen und Datenbanken dann die einzelnen demografischen Informationen zusammensuchen, die anonymisierten Rohdaten dann zu den anderen Informationen zuordnen. Und es hat mich ungefähr ein Jahr gekostet, die komplette Datenbank zusammenzustellen, diese Signale und Daten zu prüfen und am Ende die Daten in die Formate zu konvertieren, die eben dann wieder zu verwenden sind, obwohl natürlich alle Informationen schon bei uns vorhanden waren, aber eben nicht systematisch gespeichert. Als ich dann auf der Suche nach einer geeigneten Plattform war, um die Daten zu veröffentlichen, bin ich dann auf das FDM-Netzwerk gestoßen und wollte mich eigentlich schon letztes Jahr bewerben. Doch dabei habe ich leider nicht beachtet, dass auch bei der Veröffentlichung von Datensätzen eine Begutachtung erfolgt, eine unabhängige, zumindest bei Physionet, dort wo wir unsere Daten gern hochladen wollten. Und obwohl wir da relativ wenig Kommentare bekommen haben, hat das Ganze dann ein Vierteljahr gedauert, bis wir dann an dem Punkt waren, dass unsere Daten öffentlich auffindbar waren. Dadurch haben wir natürlich die Deadline dann verpasst und dieses Jahr das Ganze aufs Neue probiert. Und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat und dass die Arbeit in gewisser Weise mit diesem Preis gewürdigt wurde.
Und ja, mit dem Preisgeld würde ich gern eine Hiwi-Stelle finanzieren, um die Organisation unserer Daten einfach zu verbessern, weil mir das in diesem Jahr, also in diesem Projekt, klar geworden ist, dass es sich lohnt, im Vorhinein irgendwie Zeit und Arbeit in eine systematische, studienübergreifende Datenorganisation zu investieren. Und dabei kann ich auf jeden Fall Hilfe gebrauchen. Und ja, deswegen vielen Dank nochmal für den Preis. Ja, vielen Dank auch für den Einblick, den Sie uns gerade nochmal gewährt haben. Das wäre sehr aufschlussreich, dass es dann doch so lange dauert, bis Datensätze veröffentlicht werden. Aber eben auch nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Sie und auch an alle Preisträger. Und damit sind wir mit der Verleihung des Fairness Dataset Award durch und können mit dem Programm für heute starten.